Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Eine kleine Folge Ellerbach. So, wir sind hier in den Auftrag am Machen. Das war noch von unserem Feld, der ist fertig. Den fahren wir jetzt mal abladen. Gerade gucken, haben wir bei uns auf dem Hof. Sojabohnen haben wir noch nichts eingelagert. Okay. Oh, wo fährst du denn hin? Langsam. Zum guten Renault. Der Preis steigt noch momentan. Ich würde sagen, wir fahren es bei uns einlagern. Verkaufen können wir das später dann immer noch. Und wenn wir heute mal hoffe ich, dass das funktioniert mit Pellets pressen. Pellets. Also muss ich mal gucken, ob ich auch richtig bin. Oder? Und wir werden uns noch vielleicht das eine oder andere Feld pachten. Was haben wir hier? Müssen wir hin. Das heißt, jede Straße rechts, rechts folgen, dann geradeaus. Jawohl. So, okay. Ja, durch den Pachtmod, ne? Ist eine feine Sache. Können wir uns jetzt Felder pachten. Brauchen wir alle direkt zu kaufen. Finde ich eine richtig geile Sache. Habe jetzt noch einen Wassertank platziert. Ich hoffe, dass wir dann hier die Promos da auffüllen können, dass das funktioniert. Da werden wir heute Pellets pressen, weil ich habe ja auch den Mod drin, wo wir von den Aufträgen der Stroh benutzen können, wo wir dann also uns ruhen können. Dann hoffe ich, dass wir das auch noch pressen. Die Pellets lagen mal bei uns in der Halle ein. Ja, ist voll. Wobei, warte mal, wir haben dann auf dem Hof noch. Jetzt. Wo ist er? Da ist er doch. Unser Steier. Komm nämlich mit dem gerade zum. Da kann der nämlich weitermachen. Erst dran. Ich überlege mich jetzt gerade ab. Jo, passt.
Habe ich nämlich umgeschaltet auf Schwanablage. Jetzt soll der Stroh hier haben. Ja, und Kleins hat er geschrieben von Ifcor, so ein Mod. Wie so ein Ballenbriss-Mod, aber den muss ich mir noch angucken. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Aber danke nochmal für den Tipp, Kleins. Zurück. Passt das? Passt das? Jo, passt. Perfekt. So ein kleines Stückchen. Haben wir sie? Nein. Jetzt war gar nicht mehr. Was gibt's denn eigentlich für den Auftrag? Da gibt's 2000. Naja, komm. 2000 immerhin. Ballenbressen. Schneide das Gras auf Feld 78. Ich denke mal, wenn wir den Auftrag jetzt gemacht haben, dann 2000. Feld 133. Sojabohnen. 133 ist hier unten irgendwo. Ach, direkt hier neben unserem Hof. 133, das könnten wir eigentlich auch nochmal annehmen, ne? Ey, lass komm. Bringt jetzt nichts, weil wir haben ja noch. Wir müssen unsere Felder noch bestellen. Sonst klappt das alles nicht. Länger noch dran, jawohl. Dann haben wir nämlich auch Reserve, wenn wir das jetzt alles einlagern, für später. Falls mal nur der Mann ist, ne? Unser Geldkonto. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen was zum Verkaufen. Da können wir immer mal so einen Kipper 2 wegfahren. Da haben wir immer ein bisschen Geldreserve. Ja, was Fort Knox für die Goldreserven sind, ist das hier unsere Lagerhalle. Abgibseite ist. Machen wir dann Abdeckung. Abgibseite links, nein. Ah, geht noch. So. Ach so. Ja. Ich vergaß. Moment. Na, irgendwie haben wir jetzt.
Ich vergaß, ich muss ja immer auswählen. Und zwar, mal gerade gucken, was haben wir denn jetzt hier alles? Das ist Gerste. Hier ist, glaube ich, Raps drin. Genau, müssen wir Box 3 machen wir Sojabohnen. Welche Taste war das jetzt nochmal? T. Gerste, Raps, genau. Machen wir Box 3 bestätigen. Genau, und jetzt können wir abgeben. Jawohl. Schön animiert. Zack, Regelung zu. Fertig. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir den... Ja, den nehmen wir nochmal mit hoch. Dann können wir auch hier rausfahren. Ja, ich habe es jetzt so gebaut, dass man rundfahren kann. Oh, ey, sag mal, läuft der hier auf die Straße, ey. Lebensmüd oder kein Spaß mehr am Leben. Ja, ich sehe nichts, deswegen kann ich jetzt nicht überholen. Rüber. Ja, wie ich habe es ja schon mal gesagt, der Renault lässt sich richtig gut fahren. Ey. Also ich fahre so gerne mit dem momentan. Rein kompakt, schön. Komm, da können wir eigentlich hier stehen lassen. Kommen wir hier hinten auf die Seite. Dann können wir nämlich gleich mal die Omas holen. Schon hier schön zwischen die rein. Dann stellen wir auch nicht. Auf die Seite. Das kann reichen. Jo, bleib stehen. Die Feldwege ja, richtig schön gemacht.
So, dann hoffe ich, dass das jetzt funktioniert, ne? Dass wir jetzt endlich mal unser Wasser bekommen. Wo hatte ich die nochmal abgestellt? Ah, okay. Einmal angucken. Gerade so. Ja, ich hätte jetzt auch hochfahren können zum Weltmarkt. Aber das hier geht jetzt schneller. Den kommen wir jetzt gerade mal. Das sollte eigentlich funktionieren, rückwärts ran und dann Wasser tanken. Und die Fenster öffnen. Rückwärts den Weg hinten hochfahren. Ha, siehe da. Wasser gefüllt. Sehr schön. Ein Stück zurück. Geil, unsere ersten Pellets laufen vom Band. Also gleich. Die braucht schon ganz schön Kraft. Wo sind sie? Wann kommen? Da sind sie. Die ersten Pellets. Wahnsinn. Oh, wo ist er hin? Ja, aber die braucht ganz schön Power, mein lieber Mann. Das ist nicht ohne, du.
100 Primos. Läuft. Oh, nein, 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 komm, echt jetzt. Oh, wow, 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 wow. Da kommt der Steyr aber an seine Grenzen, du. 6300 der Turbo. Alter Falter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, aber es geht. So, Freunde, wir sind am Ende unserer Folge mal wieder. Wir sehen uns morgen nochmal. Ich weiß jetzt noch nicht, ob morgen Hinterkaifeck kommt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Muss ich jetzt nach der Folge unbedingt mal gucken und ob die noch aktuell ist oder ob die überhaupt noch vorhanden ist. Aber ich habe das komische Gefühl im Bauch, dass die nicht mehr da ist. Dann muss ich gucken, was morgen kommt. Also es kommt auf jeden Fall was, aber wie gesagt, der Plan ist in der Kaifeck. Müssen wir dann sehen. Dann nächste Woche eine Tasse Kaffee. Viel Spaß auf der Arbeit. Wenn die in die Schule müssen, ne? Auch dieser Tag geht vorüber. Wenn es auch schwerfällt. Aber wir sehen uns ja morgen nochmal. Bis dann. Macht's gut. Ich melde mich ab. Bis dann. Allo. Tschüss.